Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute wieder ein Tech für euch. Ich bin bewaffnet mit meinem Laptop, um euch die Fragen vorzulesen. Es handelt sich hierbei um den Bücher wie Süßigkeiten-Tech, der von der lieben Ruth erstellt wurde, letztes Jahr glaube ich. Schaut bei ihr auf jeden Fall mal vorbei. Zwischen 1000 Zeilen heißt ihr Kanal. Ich verlinke euch ihn aber auch nochmal in der Infobox. Dann solltet ihr auf jeden Fall mal bei ihr vorbeischauen. Sie macht grandiose Videos, die ich super, super gerne schaue. Auch wenn ich nicht sehr viel auf Englisch lese, gibt sie immer wieder Tipps, auch für Bücher, die sie auf Deutsch liest. Vor allem bei Liebesromanen. Und das mag ich einfach unfassbar gerne. Und ich starte direkt mit der ersten Frage, die da lautet: Lebkuchen, welches Buch hat einen besonders langen und kräftigen Eindruck hinterlassen? Und ich habe mich dabei für All in 1000 Augenblicke von Emma Scott entschieden. Das Buch habe ich Anfang des Jahres irgendwann gelesen. Ich weiß gar nicht mehr genau wann. Ich beziehe mich übrigens in diesem Tag nur auf die Bücher, die ich 2019 gelesen habe. Wenn ihr den Tag auch machen wollt, müsst ihr das natürlich nicht tun. Ihr könnt euch auch die Bücher, die ihr vor ein paar Jahren gelesen habt, hier raussuchen. Eben das Buch, was euch bei der Frage als erstes einfällt. Genau, bei mir war es eben All In. Ich habe das Buch Anfang des Jahres irgendwann gelesen und auch jetzt denke ich immer wieder noch an dieses Buch und an die Geschichte und an das, was eben in der Geschichte passiert ist. Vor allem auch, weil ich während dem Lesen der Bücher nicht besonders irgendwie Tränchen verdrücke, aber bei dem Buch kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass es so war. Und deswegen ist mir, glaube ich, dieses Buch auch so im Gedächtnis geblieben. Hier geht es um Casey Dawson, die schon immer Musik machen wollte und jetzt eben in einer Band ist, die einen kometenhaften Aufstieg hat. Trotzdem ist sie einsam und dann hat sie eben ein Konzert in Las Vegas gegeben mit ihrer Band und wacht mit dem schlimmsten Kater ihres Lebens auf der Couch ihres jungen Chauffeurs Jonah auf. Und er bietet dann ihr eine Auszeit vom Leben als Rockstar und gibt ihr halt, den sie sucht. Und nach kürzester Zeit verspürt Casey eine tiefe Verbundenheit mit Jonas. Und doch hat Jonah ein sehr, sehr großes Geheimnis, was ihre Welt und das von Jonah für immer auf den Kopf stellen wird. Ja, das ist so der Inhalt zu dem Buch. Die vielen positiven Meinungen, die ich zu diesem Buch gehört habe, haben mich auf jeden Fall davon überzeugt, dieses Buch lesen zu wollen. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, ich werde, glaube ich, auch noch lange über dieses Buch nachdenken. Genauso wie über den zweiten Band, aber den ersten Band fand ich einfach noch ein Ticken besser. Die zweite Frage lautet: Stollen. Nenne einen Charakter, den man nur entweder lieben oder hassen kann. Und ich habe mich hier für Ava aus Sturmtochter entschieden. Ich habe nur den ersten Band gelesen, deswegen weiß ich nicht, wie sie sich im zweiten und im dritten Band weiterentwickelt. Aber hier im ersten Band liebe ich sie einfach so sehr. Sie ist eine bodenständige Person. Ich kann mit ihr mitfühlen, ich kann nachvollziehen, wie sie sich fühlt mit dem, was sie in der Geschichte eben erlebt. Denn ihre Mutter ist vor einigen Jahren ums Leben gekommen und seitdem geht sie Nacht für Nacht auf Jagd, auf Elementare mit Lance. Und dann entdeckt der Ava, dass sie eine Gabe besitzt, denn sie kann das Wasser beherrschen und damit gehen dann viele Dinge noch einher. Und ich mochte Ava einfach unfassbar gerne. Ja, ich weiß nicht, was ich großartig zu ihr sagen sollte. Ich liebe sie und ich hoffe, sie behält das, wie sie ist, im zweiten und im dritten Band weiter. Auch wie sie zu den jungen Herren steht, fand ich manchmal ja sehr interessant. Auf jeden Fall ist meine Antwort auf die zweite Frage Ava aus Sturmtochter. Die dritte Frage lautet: Vanillekipferl. Nenne ein Buch mit einem besonders guten Spannungsbogen. Und hier habe ich mich für Gold und Schatten von Kira Licht entschieden, denn in dem Buch geht es um die griechische Mythologie und um Livia, die nach Paris gezogen ist und sie verliebt sich Hals über Kopf in Mael. Mael befindet sich hauptsächlich in den Katakomben unter den Straßen der Stadt und dann kommen sie sich eben sehr schnell näher. Doch Mael hält Livia immer auf Abstand und warum, das versucht sie herauszufinden und dann ereignet sich auf jeden Fall noch etwas, denn sie kann mit Pflanzen reden und ihnen zuhören und das findet sie super, super merkwürdig. Ich fand einfach, dass die Geschichte bzw. die Spannung hier super toll war, denn es passierte die ganze Zeit etwas in diesem Buch. Die Spannung wurde aber immer mal aufgebaut und dann wieder ein bisschen abgeflacht, aber es war einfach für mich was perfekt, weil die ganze Zeit etwas passierte, aber nicht zu viel auf einmal und dann kam einmal so der Punkt, wo ganz viel auf einmal geschieht und man super viel erfährt und dann flacht das alles wieder ab und für mich war dieser Spannungsbogen
einfach toll. Auch im zweiten Band ging das toll weiter. Deswegen, ja, ist das die Antwort auf die dritte Frage. Auf die vierte Frage, Zimtsterne. Nenne einen Charakter, der spannende Ecken und Kanten hat. Habe ich einfach keine Antwort. Ich habe super lange drüber nachgedacht, über Charaktere, die Ecken und Kanten haben und ich sie trotzdem irgendwie mag, aber irgendwie so richtig ein Charakter ist mir da nicht eingefallen. Deswegen habe ich auf die Frage leider keine Antwort. Und ich mache weiter mit der nächsten Frage. Dominostein, nenne ein Buch, das viele Handlungsebenen hat, die schließlich perfekt zusammenpassen. Ich war gerade irritiert, weil ich ein anderes Buch gegriffen habe, als die Antwort auf die Frage ist. Denn das Buch habe ich nicht hier zu Hause, deswegen werde ich es euch einblenden. Es handelt sich um die unendliche Geschichte, ob man das jetzt wirklich verschiedene Handlungsstränge nennen kann. Muss man, glaube ich, selbst für sich definieren. Ich habe es jetzt hier einfach mal mit reingenommen, weil wir ja eigentlich schon Bastian Balthasar Bux haben, der zu Hause ist und einmal Adreu, der in Phantasien ist. Es sind ja schon irgendwie zwei Handlungsstränge, auch wenn Bastian das liest, was Adreu macht. Ich kann den Inhalt von diesem Buch einfach nicht zusammenfassen, deswegen lest euch einfach den Klappentext dazu durch. Aber hier fand ich die Handlungsstränge, die doch irgendwie gleichzeitig passieren und an einer Stelle passieren, doch nicht an einer Stelle passieren. Ich finde es super schwer zusammenzufassen, wenn man dieses Buch nicht kennt. Auf jeden Fall fand ich hier das einfach perfekt gelöst von Michael Ende. Ich mache dann weiter mit der nächsten Frage. Die da lautet: Gebrannte Mandeln. Nenne einen Charakter mit harter Schale und weichem Kern oder einen, der zum Sprichwort passt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und hier habe ich mich für Syra entschieden aus Flammenflug, denn sie ist hier in dem Buch Feuermagierin und gerät dann eben in Gefahr und entfesselt einen magischen Feuersturm. Und die Grafentochter Amalia greift dann eben ein, um Schlimmeres zu verhindern, und dadurch sind die zwei jungen Frauen magisch miteinander verbunden und müssen beide Opfer bringen. Und Syra ist nach außen hin so die starke und selbstbewusste junge Frau, die genau weiß, was sie will. Und innerlich, das merkt man immer dann im Verlauf der Geschichte, gibt es doch so das kleine Mädchen, was vielleicht Angst hat und doch unsicher ist. Und deswegen habe ich mich für Syra hier in diesem Fall entschieden. Siebtens, Brinten, ein Buch, an dem du dir fast die Zähne ausgebissen hast. Und ja, ich habe mich hier für Vier Farben der Magie entschieden, weil ich es langweilig fand, bis ich das Hörbuch gehört habe. Da fand ich es ganz gut, aber den gelesenen Teil fand ich sehr langweilig. Es war nicht so extrem spannend und ich war kurz vorm Aufgeben, obwohl ich unbedingt weiterlesen wollte. Ich habe das Buch auch zu Ende gelesen, beziehungsweise dann fertig gehört. Und weil ich es gehört habe, möchte ich die Reihe auch weiter hören, weil mir das viel, viel besser gefallen hat, als es zu lesen. Aber hier an dem Buch habe ich mir fast die Zähne ausgebissen, weil ich teilweise einfach keine Lust hatte, weiterzulesen, obwohl ich wissen wollte, wie es weitergeht. Aber ich wusste, dass es nicht besonders spannend wird. Und es ist dann halt wie ein nie endender Kreislauf und man kommt da einfach irgendwie nicht raus. Aber ich bin jetzt froh, dass ich es fertig gehört habe und die Reihe dann demnächst weiterhören kann. Und die letzte und achte Frage ist: Spekulatius, nenne ein Buch, das du jedes Jahr wieder liest und immer noch toll findest. Ich lese es zwar nicht jedes Jahr immer wieder, ich würde es zwar gerne, aber irgendwie nehme ich mir nicht die Zeit dafür. Aber wenn es ein Buch sein muss, dann ist es auf jeden Fall Tintenherz. Das ist ein Buch, was ich immer wieder lesen könnte und auch gerne würde. 2020 möchte ich dieses Buch auf jeden Fall mal gerne rereaden, weil der das letzte Mal lesen viel zu lange her ist, irgendwie schon so 15 Jahre, würde ich sagen. Und deswegen wird es langsamer Zeit, dass ich dieses Buch lese. Das ist einfach eine Geschichte, die mir unfassbar gut gefällt. Der erste Band und auch der zweite und der dritte Band. Deswegen wäre das meine Antwort auf die achte Frage. Ich hoffe, meine Antworten auf die Fragen waren irgendwie jetzt einigermaßen verständlich und ihr konntet nachvollziehen, warum ich diese Antworten gegeben habe. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob ihr bei dem Tag mitmachen werdet und schaut auf jeden Fall mal bei Ruth vorbei und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Tschüss!